Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die äußere Anatomie von Zwerggarnelen. Mit einem super interessanten Thema, nämlich der äußeren Anatomie der Zwerggarnelen im Süßwasser. Ja, die äußere Anatomie von Zwerggarnelen ist wirklich mega interessant. Eine Garnele ist in zwei Segmente aufgeteilt. Wir können sagen, es gibt einmal das Abdomen, also den hinteren Teil der Garnele, und den Cephalothorax, den vorderen Teil der Garnele. Und diese beiden Teile kann man es auch genauer betrachten. Und zwar gibt es zum Beispiel die Mundwerkzeuge oder den Schwanzfächer. Und auf diese einzelnen Bereiche gehen wir heute ein. Um die Garnele genauer zu betrachten, müssen wir wirklich mit Makrolinsen arbeiten, um auch diese einzelnen Teile zu sehen. Und damit es heute etwas einfacher für euch ist, habe ich auch passende Zeichnungen gefunden. Die Zeichnungen, die habe ich auch schon mal bei Instagram veröffentlicht. Und zwar sind die von der Stefanie, das ist eine Biologin. Und die nennt sich dort Wasserlieb. Schaut doch gerne mal da rein. Und da kann man wirklich die einzelnen Bereiche ganz gut erkennen. Ich blende euch das natürlich auch ein, während ich gleich erzähle, damit ihr euch das einfach besser vorstellen könnt. Denn heute gibt es auch sehr viel Fachliteratur und Fachbegriffe. Und dann fällt es einem auch ein bisschen einfacher, das Ganze zu unterscheiden. Ja, wir fangen an mit dem Cephalothorax, also dem vorderen Bereich der Garnele. Also zunächst mal seht ihr hier auf diesem Bild die Garnele von seitlich außen. Alle Extremitäten sind auch auf der anderen Seite vorhanden. Also hat sie zum Beispiel nicht, wie hier zu sehen, 5, sondern eigentlich 10 Schwimmbeine. Insgesamt kann man sagen, dass die Garnele aus eben zwei Körpersegmenten besteht. Hier nochmal zu sehen das Abdomen und vorne den Cephalothorax. Genau genommen sieht man auch hier, dazwischen befindet sich die sogenannte Sollbruchstelle, also für die Häutung. Zunächst möchte ich auf die vorderen Extremitäten im Kopfbereich eingehen. Die haben alle eine unterschiedliche Aufgabe. Die erste Antenne, hier mit einem Pfeil gekennzeichnet, sitzt zwischen den Rezeptoren und ist zum Riechen und Schmecken gedacht. Und außerdem auch noch das Gleichgewichtsorgan. Die zweite Antenne hier ist das wichtigste Tastorgan der Garnele. Und diese Antennen können auch wirklich länger als die Garnele selber sein. Auch dazu zeige ich euch jetzt mal ein Video von meiner Garnele, wo man das ganz besonders schön erkennt. Ja, dann kann man hier noch die Mandibel erkennen. Das zweite Maxil an den Mundwerkzeugen ist kontinuierlich in Bewegung, erzeugt Atemwasserstrom, ganz interessant, wirklich von hinten nach vorne durch die Kiemenhöhle. Dann darunter sind der erste, zweite und dritte Kiefernfuß. Hiermit fächelt die Garnele Duftstoffe oder Nahrungspartikel an. Dann sind da logischerweise auch noch die Facettenaugen der Garnele. Die sitzen auf dem kurzen, unabhängig voneinander beweglichen Augenstielen. Was an den Augen wirklich super interessant ist, ist, dass dort die Häutungshormone produziert werden in den Augenstielen. Ja, wie anfangs erwähnt, hat eine Garnele auch noch ein sogenanntes Rostrum. Dieses Rostrum sitzt zwischen den Augenstielen und der Antenne der Garnele, also ähnlich wie bei uns die Nase. Erstmal zeige ich euch das nochmal in Nahaufnahme. Und zwar seht ihr, dass dieses Rostrum spitz zuläuft und eine Verlängerung des Kopfpanzers darstellt. Viele Menschen erinnert es, wie gesagt, an eine Nase. Es wird auch Stirnstachel genannt. Wozu dieser Fortsatz dient, ist nicht ganz klar. Ja, diese Zähnchen auf dem Rostrum sind ohne Makrolinse eigentlich überhaupt gar nicht zu erkennen. Deswegen ist das schon eine etwas tiefgründigere Materie, in der wir hier eintauchen. Es gibt da auch eine mathematische Formel zu, die der Herr Butler erstellt hat. Die dient wirklich dazu, auch Artenbestimmung zu betreiben. Aber das ist schon etwas zu mathematisch, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, jetzt haben wir uns mit dem vorderen Teil der Garnele schon ganz ausführlich beschäftigt. Kommen wir zum hinteren Teil der Garnele, das Abdomen. Auch da gibt es wieder viele interessante Dinge zu entdecken. Ja, die Garnele hat Schreit- und Scherenbeine und die jeweils in Paaren. Insgesamt besitzt die Garnele zwei Scherenbeinpaare und drei Schreitbeinpaare. Also sind das insgesamt 10 Beinchen. Daher kommt auch der Name Decapoda, 10 Fußkrebse. Und die größten Scheren sitzen bei den Garnelen immer am zweiten Paar. Und zwar auch bei den Großarmgarnelen und bei den Fächergarnelen.
Was auch mega interessant ist, dass so eine Garnele alle von diesen Körperanhängen, also alle Beinchen, neu entwickeln kann. Zum Beispiel, wenn es mal eins verloren hat, kann es dann bei der nächsten Häutung wieder neu entwickelt werden. Ja, zwischen dem letzten Schreitbeinpaar sitzt bei der weiblichen Garnele auch die Geschlechtsöffnung, denn hier mündet der Eileiter. Die Scherenbeine der Zwerggarnele haben nur sehr kleine Scheren. An denen sind so dicht stehende Borsten, die perfekt sind, um im Endeffekt Mikroorganismen oder Biofilm abzutragen. Ja, dann besitzen die Scheren auch noch innen drin kleine Chitinleisten. Die sind natürlich super dafür da, um Nahrung noch zu zerkleinern. Ja, an der Basis von diesen Füßen, von den Kiefernfüßen, Schreit- und Scherenbeinen sitzen die Kiemen. Und zwar bis zu 3 Kiemen je Bein. Diese sind unsichtbar unter dem Panzer, also die kann man so jetzt überhaupt nicht sehen. Ja, dann fehlt im Endeffekt zur äußeren Garnele noch der Schwanzfächer, der auch wunderschön ist, auch oft richtig toll gezeichnet ist bei den Garnelen. Das letzte abgeflachte Körpersegment nennt man Telzon bei der Garnele und dieses ist halt ein ungebildetes Schreitbeinpaar, was Uropoden genannt wird. Also das Telzon und die Uropoden bilden im Endeffekt dann jetzt den Schwanzfächer und dieser Schwanzfächer wird wiederum von der Garnele genutzt, wenn sie in Gefahr ist. Denn dann wird sie, das habt ihr vielleicht auch schon mal bei Krebsen beobachtet, schnell rückwärts schwimmen. Dazu gibt es auch einen Fachbegriff. Dieser Fachbegriff nennt sich Lobstering. Ja, mit ihren schnellen und schlagenden Beinbewegungen schwimmen sie mega schnell rückwärts. Und man muss sich das mal vorstellen, dass sie wirklich bei diesen schnellen Bewegungen 60 cm pro Sekunde schaffen können bei einer Reaktionsgeschwindigkeit von 55 Millisekunden auf den optischen Reiz. Das heißt, von der Gefahr bis zum Fluchtreflex, das ist ja mega schnell. Beobachtet das mal demnächst, wenn ihr in eurem Becken keschert. Das ist wirklich wahnsinnig schnell. Ja, ich hoffe, ihr konntet heute einiges lernen über die Anatomie der Zwerggarnele. Ich finde es mega interessant zu entdecken, was da die einzelnen Mundwerkzeuge, wofür die gedacht sind und so weiter. Und auch, dass zum Beispiel in den Augenstielen die Häutungshormone produziert werden. In einem anderen Video werde ich euch auch noch die inneren Organe zum Beispiel, also alles, was zur inneren Anatomie gehört, werde ich euch auch noch vorstellen. Ich würde mich wieder mega freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, beziehungsweise, falls noch nicht geschehen, ein Abo. Vergesst nicht, den Beitrag zu liken. Das wäre mega cool. Nur so könnt ihr mich supporten. Und was auch noch wichtig ist, bitte schaut unten in den Text hinein unter dem Video, denn da werde ich euch auch nochmal meine Quellenangaben verlinken. Das ist ganz wichtig, auch mal da reinzuschauen, denn dieses ganze Hintergrundwissen kommt nicht von ungefähr. Das habe ich mir auch alles angelesen. Und da möchte ich nochmal ganz besonders die Uli Bauer erwähnen, ein absolutes Vorbild in dem Bereich. Die kennt sich auch mega gut aus mit Garnelen. Also schaut auch da mal rein. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin raus.